Oh Leute, was geht? Heute bin ich mal mit ein bisschen Proviant am Start. Dann zeige ich euch mal meinen so Favorite-Tipp, wie man hier so nices Bread schmieren kann, damit es auch wirklich tasty ist. Aber bevor wir zum Video kommen, wollte ich nochmal auf einen Kommentar von einem Zuschauer eingehen. Und zwar hat der gefragt, was ich von Leuten halte, die nichts von Leuten halten. Und zwar halte ich von solchen Leuten echt gar nichts. Weil sowas finde ich halt wirklich richtig deep unter der Gürtellinie und geht gar nicht. So, jetzt kommen wir auf jeden Fall zum Video. Und zwar habe ich hier so ein nices Toast von der Firma Golden Toast. Die machen hier richtig fluffy Stuff und so. Und was wir machen, wir nehmen uns so ein Erdnussbutter. Die ist jetzt ohne Stücksche, also ziemlich creamy. Und damit werden wir es auf jeden Fall erstmal beschmieren. So, bevor jetzt jemand denkt, ich habe geschummelt, ich habe einfach nur beide Hände gebraucht zum Schmieren. Hier ist der Beweis, also hier ist das Messer. Sieht man noch ein paar Stückchen dran. So Reste und so. Auf jeden Fall, falls jemand fragt, warum ich keine Butter vorher drauf gemacht habe, ist ganz einfach. Macht ja auch nicht Butter auf Butter, weil Erdnussbutter und Butter, hä? Macht gar keinen Sinn. Anyway, mein Geheimtipp, der kommt jetzt, und zwar ist der von der Pringles-Firma Hot Spicy. Die machen so nice Chips. Und was wir machen ist, wir legen ein paar drauf. So. Und dann müsst ihr die so ein bisschen crushen, damit die euch später nicht wegfliegen. So. Sieht schon sehr gut aus. Hier überall, wo ein bisschen Erdnussbutter ist, so verdecken, damit der Geschmack auch wirklich chillig ist. So. Könnt ihr die Reste natürlich selbst essen, hier, die übrig geblieben sind. Schmeckt jetzt schon geil. Ja, auf jeden Fall, das ist so mein Brotrezept. Also optional kann man sich auch noch so ein bisschen Petersilie drauf machen, wenn man, ja, ich sag mal, so ein bisschen gesünder lebt. Gesünder. Und ansonsten würde ich jetzt den Geschmackstest machen. Ah. Oh, damn. Köstlich, Leute. Müsst ihr ausprobieren. Vor allem ist es sogar vegetarisch. Vegan jetzt nicht. Also es steht auf dem Pringles nur vegetarisch. Aber ich meine, die Veganer, die können jetzt zum Beispiel auch die Pringles Salt nehmen. Die sind halt nur gesalzen. Ich mache es persönlich nur mit Hot and Spicy. Aber wenn ich jetzt vegan leben würde, würde ich wahrscheinlich auch die anderen nehmen. Ja, ansonsten war es das heute von mir. Bis zum nächsten Mal.